Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Barbecue Schwabe. Heute mache ich einen Apfelcrumble und wie ich das Ganze mache, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für den Apfelcrumble brauchen wir 5 so kleine Äpfel, so circa 500 Gramm, dann 75 Gramm Butter, die noch fest sein sollte, also nicht sehr weich, dann 20 Gramm Zucker und nochmal 80 Gramm Zucker. 2 Esslöffel Zitronensaft, einen halben Teelöffel Zimt, dann eine Prise Salz und ein bisschen Vanillezucker und 150 Gramm Mehl. Als allererstes mache ich die Streusel fertig für den Crumble, weil ich die wieder kalt stellen muss, bevor ich sie weiterverarbeite. Dafür nehme ich mir das Mehl, die 80 Gramm Zucker, den Zimt, die Prise Salz und den Vanillezucker, vermische das Ganze. Hier gebe ich jetzt meine in Stücke geschnittene Butter dazu. Und verknete das jetzt gut. Das gibt dann so eine Teigmasse und die versuche ich einfach gut zu vermischen und wieder auseinander zu machen, dass ich hier so schöne feine Streusel habe. So sieht das Ganze dann aus und wenn ich das so habe, dann stelle ich das wieder kalt und mache mit den Äpfeln weiter. Die Äpfel nehme ich mir dann, schäle die erstmal. Die Äpfel dann anschließend halbieren und das Kerngehäuse entfernen. Wenn ich das Kerngehäuse dann entfernt habe, die Äpfel einfach grob klein schneiden. So ungefähr. Wenn ich die Äpfel alle klein geschnitten habe, dann nehme ich mir meine 20 Gramm Zucker und den Zitronensaft und vermische das Ganze hier gut. Wenn ich das Ganze gut vermischt habe, stelle ich das jetzt noch einen Moment zur Seite. Wenn ich die Äpfel und die Streusel soweit vorbereitet habe, dann streiche ich meine Form hier mit ein bisschen zerlassener Butter aus. Wenn ich die Form mit Butter ausgestrichen habe, dann nehme ich mir meine Äpfel und gebe die Äpfel hier rein. Die schön gleichmäßig verteilen. Dann nehme ich mir meine Streusel wieder und verteile die über den Äpfeln. Hier auch gucken, dass man die schön gleichmäßig verteilt. Nicht, dass ich an einer Stelle so einen Haufen habe. So sieht das Ganze jetzt aus und so gebe ich das jetzt bei 180 Grad auf den Sheriff für 25 bis 30 Minuten. Der Apfelcrumble ist jetzt 30 Minuten auf dem Sheriff. Ich schaue jetzt mal nach, wie das Ganze aussieht. Ja, es sieht schon ganz gut aus, aber es fehlt noch ein kleines bisschen Farbe. Ich gebe dem Ganzen noch 5 Minuten und dann sollte er gut sein. So, weitere 5 Minuten später sollte das Ganze jetzt ein bisschen mehr Farbe haben und auch gut sein. So sieht der Crumble jetzt aus. Ich glaube noch insgesamt 35 Minuten. Ich lasse den jetzt ein bisschen auskühlen und dann probiere ich das mal. So, der Apfelcrumble ist jetzt ein bisschen abgekühlt. Ich nehme jetzt hier mal ein bisschen was raus und probiere das Ganze dann. Also ich muss sagen, tolles Gericht. Man hat unten die Äpfel, die leicht breiig sind, eine leichte Säure haben. Dann obendrauf diese knusprigen Streusel, die dann wieder die nötige Süße dazu bringen. Sehr ausgewogen. Wie immer bei so Apfelsachen passt hier wieder super eine Kugel Vanilleeis oder ein bisschen Vanillesoße dazu. Es ist auf jeden Fall ein tolles Winterdessert und ich wünsche dir viel Spaß beim Nachmachen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Abonniere gerne den Kanal. Bis zum nächsten Mal.